Hallo und herzlich willkommen. Du bist wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und im heutigen Video geht es um zwei Dinge, die ursprünglich eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Nämlich zum einen um das Schneeschippen und zum anderen um die Bewegungen beim Erdgas. Wenn das jetzt alles ein bisschen verworren klingt, dann keine Sorge. Das löse ich jetzt gleich hier im Video auf. Also, jetzt geht's los. Kommen wir erstmal zum Schneeschippen. Es ist oftmals so, dass wenn ich irgendwelche alltäglichen Dinge mache, dann fällt mir ganz, ganz häufig ein Bezug zum Börsenhandel ein. Und ob man das jetzt nun Geistesblitz nennt oder vielleicht auch ein bisschen Manie, wenn man so lange wie ich an der Börse ist, das könnt ihr jetzt selbst entscheiden. Aber heute früh war es wieder soweit. Meine Frau hat mich um 5:30 geweckt, weil sie sagte, Mensch, guck mal, es hat die ganze Nacht geschneit und bei uns vorm Haus lag natürlich dann auch dementsprechend viel Schnee. Das heißt, ich musste heute früh erstmal Schnee schippen. So, und jetzt ist es so, als ich dann vorm Haus stand, was eigentlich ganz schön war, ne? Wunderbarer Pulverschnee und ungefähr so 10 cm, habe das ganze Haus freigeschaufelt und freigeschippt. Die Nachbarn kamen dann auch alle so langsam raus und haben angefangen. Da kam mir ganz kurzfristig wie mal wieder der Gedanke, Mensch, du wolltest dir doch schon mal immer eine Schneefräse zulegen, ne? Weil gerade wenn man ein bisschen mehr zu machen hat, habe ich mir immer mal wieder in diesen Wintern, wo dann mal Schnee fällt, überlege ich mir immer wieder, kauf dir doch mal so eine Schneefräse. Und dann gehe ich immer in irgendeinen Baumarkt, schaue mir das an und denke so, oh, die sind so teuer. Also wenn du da was Vernünftiges haben willst, die kosten ja weit über 1000 Euro. Und dann denke ich immer, ach komm, brauchst du nicht, ne? Es geht auch so. Und warum verzichte ich da drauf? Natürlich, weil ein normaler Winter, also das, was wirklich bei uns hier so Realität ist, heißt, dass ich vielleicht im ganzen Jahr oder im ganzen Winter zwei oder maximal dreimal Schnee schippen muss. Jetzt gibt es natürlich auch mal Situationen, so wie jetzt, wo man das halt öfters mal machen muss, ne? Wo es also auch passieren kann, dass ich das vielleicht 20 oder 30 oder 40 Mal mache. Und da kommt halt dann immer die Idee, mach doch mal, kauf dir so eine Schneefräse. So eine Situation wie jetzt ist aber eben vielleicht bloß alle 6-7 Jahre mal. Und das heißt, wenn man logisch darüber nachdenkt, macht das überhaupt keinen Sinn, sich so ein Teil zu kaufen, weil das stand dann immer so 6 Jahre lang in der Garage oder irgendwo und würde Platz wegnehmen. Und dann würde man es alle 6-7 Jahre mal rausholen. Also deswegen bleibe ich dabei und schippe weiter schön mit meiner Handschippe. Was hat das jetzt mit Börsenhandel zu tun? Ja, und vor allem mit Erdgas, Natural Gas. In letzter Zeit habe ich ganz häufig in unserer Facebook-Gruppe die Optionshändler habe ich ganz häufig gelesen, dass es um das Thema Erdgas ging. Und zwar, ich zeige euch mal hier einen Chart von Erdgas und da seht ihr, dass sich ja momentan Erdgas recht, recht stark bewegt. Also es geht, zuerst ging es nach oben, dann brach der plötzlich wieder ein, dann ging es wieder nach oben, dann ging es wieder ganz schnell nach unten und das wirklich immer mit teilweise sehr, sehr heftigen Bewegungen, also 5% nach oben, 8% nach unten, sodass ganz viele, die jetzt neu dabei sind, ganz schön ins Schwitzen gekommen sind mit diesen Positionen. Weil je nachdem, wie du eingestiegen bist, wir haben eine sehr hohe Volatilität und das bedeutet aber auch, du musst es öfters rollen in Erdgas. Ne? Also du hast irgendwie Calls gehabt, die sahen die ganze Zeit gut aus, dann schoss es plötzlich gegen dich, du musstest die rollen, musstest Putz machen, dann schossen plötzlich der Markt wieder nach unten, du musstest deine Putz wegrollen und so weiter. Und das war schon viel zu tun. Und da habe ich dann immer mal den einen oder anderen Kommentar gelesen, wo jemand geschrieben hat, also Erdgas, das ist ein Markt, den man überhaupt nicht handeln kann und deswegen Erdgas muss man weglassen, das ist kein Markt zum Handeln. Und auf den ersten Moment, wenn man sich jetzt nur diesen kurzen Zeitrahmen anschaut, mag das auch stimmen. Also wenn das immer so wäre, dann wäre das tatsächlich kein Markt zum Handeln. Es gibt aber zwei Punkte, die uns zeigen, dass das, was wir momentan im Erdgas sehen, eben nicht der Normalzustand ist, sondern eher die Ausnahme. Und zwar, das Erste, was es uns zeigt, ist, wenn wir einfach mal auf die aktuellen impliziten Volatilitäten schauen. Die sind oder waren in den letzten Wochen sehr, sehr hoch. Und wenn die eben sehr hoch sind, dann heißt das ja schon mal, dass sehr viele Marktteilnehmer das Bedürfnis nach Absicherung haben. Deswegen sind die nach oben gegangen. Und deswegen konnte man eben momentan ja auch so gut Optionen im Erdgas verkaufen, weil du sehr viel Prämie bekommen hast.
Wären diese heftigen Bewegungen der Normalzustand, würde das ja überhaupt niemanden überraschen. Das heißt, das Bedürfnis nach Absicherung wäre gar nicht gegeben und damit wären auch die impliziten Volatilitäten nicht so hoch. So, das ist also der erste Punkt, der uns auffallen könnte, wo wir sagen, ha, so außergewöhnlich ist, oder es ist schon was Besonderes, was momentan im Erdgas passiert. Wenn wir jetzt allerdings mal einen langfristigen Chart uns anschauen, und auch den blende ich euch hier mal ein, da habe ich euch mal die historische Volatilität darunter gelegt. Und die historische Volatilität ist ja nicht die, die aus den Optionspreisen abgeleitet ist, sondern die, die aus der Bewegung des Underlyings abgeleitet ist. Und wenn man sich hier mal den Chart über mehrere Jahre anschaut, dann seht ihr, dass wir zwar, und ihr könnt das unten auch ablesen an der historischen Volatilität, dass wir zwar relativ große Bewegungen haben, dass das, was aber passiert, überhaupt nichts Besonderes ist im langfristigen Vergleich. Also heißt, es gab Zeiten, wo viel, viel mehr Volatilität war und es gab auch Zeiten, wo weniger war. Das heißt, momentan so extrem ist es dann doch gar nicht. Und das heißt doch auch, dass wer jetzt vielleicht eine Börsenerfahrung hat von einem Jahr in diesem Markt oder vielleicht sogar nur von 3 oder 4 Monaten, für den mag das jetzt wirklich so erscheinen, als könnte man Erdgas nicht handeln. Wer jetzt allerdings wie ich schon, weiß nicht, 15 Jahre lang Erdgas handelt, der weiß, dass das, was wir gerade sehen, vielleicht mal für 3, 4 Monate ein bisschen, naja, sagen wir mal, ein bisschen arbeitsaufwendiger ist. Ne? Weil es ist nichts Kompliziertes, es ist auch nichts Besonderes. Es ist ein bisschen arbeitsaufwendiger, weil man muss etwas mehr machen. Aber Erdgas nach wie vor und gerade ein besonders guter Markt für Optionsverkäufer ist. Und zwar, warum ist es ein besonders guter Markt für Optionsverkäufer? Nämlich, wir haben das, was wir unbedingt brauchen. Wir brauchen Liquidität. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, kann ich einen Markt, kann ich in diesen Markt Optionen handeln, dann muss dieser Markt Liquidität aufweisen. Und Liquidität erkennt ihr in der Regel an engen Spreads. Also wenn ein Markt sehr große Spreads hat in den Optionspreisen, wenn er nur wenige Wochen oder Monate im Voraus überhaupt bepreiste Optionen hat, dann ist das ein Markt, wo ich sage, haltet euch mal lieber fern. Wenn ihr aber einen Markt seht wie Erdgas, wo man sagt, man hat relativ vernünftige Spreads zwischen An- und Verkaufskursen, man hat viele, viele Monate im Voraus Volumen in den Optionen drin, das heißt, man kriegt die Dinger auch sehr, sehr gut gehandelt, dann gibt es überhaupt keinen Grund, zu sagen, ich handle den nicht, bloß weil es vielleicht mal 3 Monate ein bisschen anspruchsvoller ist. Weil wenn man das nämlich mal weiterdenkt und sagt, diesen Markt nehme ich jetzt aus meinem Portfolio quasi heraus von Märkten, die ich handle, weil der bewegt sich viel zu stark. Wenn ihr so an die Märkte herangehen würdet, dann kann es passieren, dass ihr in 3 oder 4 oder 5 Jahren überhaupt keinen Markt mehr findet, den es überhaupt noch zu handeln geht oder zu handeln gilt. Weil egal welchen Markt wir hernehmen, ob es die Getreide sind, ob es die Währungen sind, ob es die Metalle sind oder eben die Energiemärkte, die Bonds, was weiß ich. Ne? Immer wieder gibt es Zeiten, in denen wir extrem große und hektische Bewegungen sehen. Und wenn wir dann immer sagen würden, das ist kein Markt für mich, dann würde sich unser Portfolio immer mehr ausdünnen und am Ende haben wir überhaupt keinen Markt mehr übrig, den wir handeln könnten. Und deswegen ist es eine sehr, sehr kurzsichtige Betrachtungsweise, wenn wir sagen, das ist ein Markt, den man nicht handeln kann. Und das ist so ein bisschen die quasi auch der Bezug zu meinem Schneeschippen, zu meiner Schneefräse von heute Morgen. Wir sollten nicht immer von Sondersituationen auf die Regelmäßigkeit schließen. Das heißt also, nur weil es gerade mal im Erdgas so was Besonderes gibt, ne? Oder weil es eben gerade mal ein bisschen mehr schneit als üblich, sollten wir nicht gleich irgendwelche Dinge machen, die auf lange Sicht betrachtet überhaupt keinen wirtschaftlichen Sinn machen. Der wirtschaftliche Sinn beim Schneeschippen wäre es eben für mich, die Schneefräse zu kaufen und beim Erdgas wäre es eben auf diesen Markt zu verzichten. Und deswegen, es kommt ja immer darauf an, wo ihr anfangt, ne? In welchem Zeitraum ihr anfangt. Es kann natürlich immer sein, dass ein Markt euch vor besondere Herausforderungen stellt, weil er sich eben wahrscheinlich gerade sehr bewegt. Dann sagt nicht gleich von vornherein, ich kann diesen Markt nicht handeln oder noch schlimmer diese Pauschalaussage, das ist ein Markt, den man nicht handeln kann. Nein, man kann, solange ein Markt liquide ist, jeden Markt handeln. Wir dürfen bloß nicht erwarten, dass jeder Markt
über einen langen Zeitraum immer gleich und vor allen Dingen leicht zu handeln wäre. Es gibt mal Märkte, die handeln ein bisschen hektischer, es gibt Märkte, die sind ein bisschen langsamer, aber selbst der langsamste Markt kann sich exorbitant schnell bewegen, um dann wieder langsam zu werden. Und ein sehr, sehr hektischer Markt kann auch mal eine ganze Zeit langsam sein. Das heißt, wenn ihr sowas seht, wenn ihr in so eine Situation kommt, werft nicht die Flinte ins Korn und sagt, das handle ich nicht mehr, sondern schaut euch mal die Historie an. War das denn wirklich so? Was spricht für den Markt? Was spricht gegen den Markt? Und dünnt nicht von vornherein euer Portfolio aus, indem ihr solche Märkte ganz, ganz ausschließt. Ne? Das macht wirklich keinen Sinn, weil ihr verbaut euch damit unheimlich viele Trading-Möglichkeiten und damit ja auch entsprechend eine große Menge an Geld, was ihr verdienen könnt, weil ihr wisst, wir handeln Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Delta 10er Call oder ein Delta 10er Put im Erdgas wertlos verfällt, die Wahrscheinlichkeit ist genauso groß wie eine Delta 10er Put im S&P 500 oder ein Delta 10er Call im Gold oder ein Delta 10er Call im japanischen Yen, mal als Beispiel. Okay? So, deswegen nicht die Flinte ins Korn werfen, wenn es mal schwierig wird. Überlegen, macht das Sinn, diesen Markt weiter zu handeln? Wenn ihr am Anfang ein ungutes Gefühl habt, handelt kleine Positionen, fahrt das Ganze ein bisschen runter und dann ist auch alles gut. Das war's für heute von mir. Schreibt mir mal eure Erfahrungen auf. Jetzt nicht zwingend beim Schneeschippen, sondern eher, was ihr denn für Märkte habt, die euch vielleicht vor große Herausforderungen gestellt haben, die ihr aber mittlerweile gemeistert habt, oder habt ihr auch das mit Erdgas genauso erlebt wie vielleicht der eine oder andere auch. Und dann sehen wir uns wieder in ein, zwei Tagen wieder hier mit dem nächsten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch. Ihr freut euch hoffentlich aufs Video. Teilt dieses Video, kommentiert dieses Video und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns dann. Also bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.